Es ist Dienstag, willkommen zurück zu Saga Anderson 1, dem Spiel mit Saga Anderson im Wald, dem fünften Kapitel von Return. Mir ist übrigens sehr viel. Nee, warte, das ist. Nee, Alan Wake ist Initiation und das hier ist. Das hier ist Initiation und Alan Wake ist in Return. So. Das heißt, wir sind so im fünften Kapitel von egal was. Oh nein! Hallo? Ich schleiche mich mal kurz zurück ins Licht. Ich habe ja wenig Grund, mich jetzt hier von so einem komischen Wolf. Ich habe glaube ich wenig Grund jetzt vorher, ne? Ich könnte mal mein großes Medi-Pickup packen, fällt mir gerade, wenn ich so schon mal bin. Ne, ich will die Realität wechseln. Ich will. Was ist denn jetzt da? Da. Guck mal, hier ist ein großes Medi-Pack. Das braucht ja wirklich niemand. Das können wir auch später nutzen. So, mein guter Hund. Ist der schon in. Der Schatten? Das sind natürlich immer zwei, oder? Hm? Oh, der hat wirklich keinen Schatten um sich herum. Wow. Das ist ein Scheißwinkel, komischer Hund. Also wirklich. Gib ihn nochmal heilen. Muss das Vieh schon den Kopf treffen, ne? Das ist ja nervig hier mit diesen Viechers. Natürlich sind das zwei. Das hoffe ich, dass der mit dem Armbrustbolzen im Kopf gleich nochmal rankommt. Sonst habe ich ein Problem. Natürlich war das nicht der mit dem Armbrustbolzen. Ja, super. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als im Wald von irgendwelchen Wölfen angefallen zu werden. Also wirklich. Ich hoffe, ich sehe meine Bolzen danach wieder. Fifi. Theoretisch müssten ja beide einen Bolzen im Kopf haben. Ne, jetzt müssen wir nicht das Kopf ist. So, da haben wir zumindest unseren Bolzen wieder auf Tasche. Und ich hoffe, jetzt reicht das für den anderen Hund, reicht es dann auch. Aber ich höre das Vieh auch gar nicht mehr. Ah, das taucht schon wieder auf. Bin mir sicher. Ah, ich höre ihn doch hier rumschlappen, da ist er doch. Hat zumindest rumgejammert. Ah, ist doch tot. Sehr gut. Aber nur ein Bolzen. Der andere ist also weg. Da machst du nix. Na gut, da vorne ist der Behältnis. Dann gucken wir mal, wo wir das schön da unten noch finden. Oder ob sich der Ausflug hier komplett als Fehlschlag hinausstellt. Auf der Suche nach welchen Schätzen nur am Ende. Wir haben schon lange keine Lunchbox mehr gefunden. Da vorne ist auf jeden Fall ein Zelt. Ich meine, nur weil mir die Karte sagt, dass da vorne so ein Stash. Achso, wir können direkt hier runter. Das Bootshaus war bloß noch nicht. Ach so, ein Bootshaus ist das. Eins, das leicht überschwemmt ist. Wie haben wir diesen Pickup hier? Also irgendjemand muss das sein Auto hier parken und sich denken, ja. Was haben wir hier schon? In der Fabrik gibt es insgesamt 200 Fahrzeuge, darunter Fahrräder, Autos. Jedes Auto hat 4 Räder und jedes Fahrrad hat 2 Räder. Insgesamt gibt es 754 Räder in der Fabrik. Wie viele Autos sind in der Fabrik? In der Fabrik gibt es insgesamt 200 Fahrzeuge. Oh, das ist ja richtig doof jetzt. Warte mal, Autos haben 400, also 800. Ja, das ist an sich. Ist es deterministisch zu lösen oder musst du jetzt tatsächlich die Dingens draufstellen? Das ist. Jedes Auto hat 4 Räder, jedes Fahrrad hat 2 Räder. Also wir wissen, dass es halt. Jetzt müssen wir hier rechnen. Das ist hier. Jetzt bräuchte ich so eine Onscreen-Malfunktion, wo ich dann halt irgendwie auf dem Bildschirm malen könnte, um die Rechnung zu schreiben. Wir wissen, dass 200. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Also, warte mal, nee. Das ist das. 754 ist gleich 200 minus
x mal 4. Ach ne, wir müssen aber die Restmenge definieren, weil ich müsste es denn hier eh noch umstellen, oder? Mal 4 plus 200 minus z, aber das ist ja doof, denn weil da müsste ich ja... Oh, Mathe! Ja, okay, versuchen wir es mal andersrum. Das ist halt, wenn wir auf... Das ist, ja, da gibt es vielere Lösungen, oder? Weil... Es könnten ja... Also es können 800 Räder sind absolutes Maximum, die es sein könnten. Es können 800 Räder sind das Maximum an möglichen Rädern, die überhaupt drin sind. Und jetzt müssen wir quasi von da aus runter reduzieren. Also wenn es 200 Autos sind, dann sind es ja 800 Räder. So, das heißt, wir müssen jetzt 46 runter. Also sind 46 davon Fahrräder? Es fragt ja sowieso, wie viele Autos in der Fabrik sind, ne? Schön, dass ihr aber die Fahrräder als Fahrzeuge bestellt. Also 46 davon sind müssen weg und müssen halt... Ja, 46. Ne, 46, nee, das ist nicht. 56 Autos müssen weg, sondern 92 Autos müssen weg. Also es sind 108 Autos in der Fabrik. Ich kann nicht rechnen. Ach, Manno. Ach, das ist so dumm. Also ich ärgere mich, dass ich nicht rechnen kann. Okay, versuchen wir mal 154, was die zweite Zahl ist, die ich jetzt nicht weiter erklären kann. Nee, es ist auch nicht. Ich hätte mal 200 Autos sind 800 Räder. Wir brauchen aber 754 Räder, 46 Räder weniger. Und jedes Auto weniger bedeutet 2 Räder weniger. Ach, schau mal, dann da habe ich genau falsch rumgerechnet. Das ist 23 weniger, dann sind es ja... Das ist ja 177. Ja. Ich habe falsch schon gerechnet. Ja, wir finden noch so eine Gasbottle. Die Gasbottle, wo ich die letzte Mal versucht habe zu werfen, war komplett der Reinfall. Ja, gut. Schön, dass wir das auch ausgerechnet haben. Also, um den Lösungsweg nochmal klarzustellen. Also, es sind zwei. Also, wir fangen mit 800 an. Also, dass wir wissen, dass 200, wenn 200 Autos wären, es 800 Dinge sind. Wir brauchen 46 Räder weniger. Und jedes Auto weniger reduziert die Anzahl der Räder um 2. Das heißt, da wir 46 Räder weniger brauchen, brauchen wir die Hälfte davon, brauchen wir 46 Räder weniger und das heißt 23 Fahrräder. Wobei 23, lustigerweise auch die Zahl im Monaten ist. Was eventuell in diesem Zusammenhang total... mehr Viecher. Also Vögel habe ich jetzt ja richtig Bock, die mir nur anfallen, ne? Ich habe schon lange keine Alex Casey Lunchbox mehr gesehen, ne? Da bin ich ja für alles offen eigentlich. Gerade wenn wir jetzt hier so... Warum bist du nicht tot? Achso, nee, die haben noch... Wow, das ging schnell. Jetzt müssen wir das Rätsel nochmal knacken, ne? Das waren ganz schön viele. Ich hätte die Gasbottle werfen sollen, aber ich habe halt überhaupt nicht reagiert, ne? Oh, nee, ich hätte die Flashbang werfen müssen, die ich gerade gefunden habe. Das wäre viel besser gewesen. Naja. Immerhin haben wir jetzt ausgerechnet. Das heißt, wir können jetzt... Ach, wir müssen noch die Scheiß... Ach, ich habe die Wölfe nicht abgespeichert, oder? Ich habe sowas von die Wölfe nicht abgespeichert. Ugh. Ja, diesmal schrotflinte ich die weg. Das ist, glaube ich, einfacher als alles andere. Okay, der nächste Wolf muss mit einem Schuss sterben. Wir können erstaunlich schnell rückwärts laufen, ne? Versuche ich nochmal die Armbrust? Weil das war ein guter Kopfschuss, meine ich. Die Engstelle ist ja nicht super, weil der Hund kann nur... Wolf. Kann nur aus einer Richtung kommen.
So, kriege ich jetzt beide Bolzen wieder? Ja. Okay, es geht also tatsächlich danach, also ich glaube, das, wenn das außerhalb des Bildschirmrands läuft, wenn die überhaupt rumlaufen, irgendwie lassen die quasi die Waffen fallen. Hallo Steff, ich grüße dich. Wir dumpeln im dunklen Wald runter. Warte mal, dann war hier die, war denn jetzt die dumme Kiste? Ich möchte die wieder finden. Das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Geschichte jetzt hier. Hinten auf dem Pickup. So, jetzt muss ich gleich mal die Flashbang nochmal bereit machen. Ich glaube, die Flashbang tötet die Schattenwesen aber auch nicht instant, ne? So, nach dieser kleinen mathematischen Blamage hier. So, und jetzt haben wir doch hier... Wir haben gerade eine Flare genutzt, aber die Flare war eigentlich nicht so geil, ne? Also, ich habe gar keine Flashbang, das war Wake, der die hatte. Die Frage, kann ich die wie so eine Granate durch die Gegend schleudern, das Ding, oder ist das jetzt eher nicht so geplant? Ich mache mal die Taschen nochmal, sonst sieht man ja gar nichts. Ist das hier eigentlich der offizielle Wanderweg, wo ich hin muss, oder ist das, weil das waren ganz schön viele Gegner. Das hat mich leicht überfordert, das ganze Thema hier. Sieht ja schön aus, wie das rote Licht hier durch die Bäume filtert. Ja, ne? Und noch eine Lunchbox. Absolut fantastisch. Eigentlich wollte ich da ein paar Kekse übrig lassen, aber ich hatte Bedenken, dass sich die Tiere dann vergreifen könnten. Also habe ich es gelassen. Aber der Gedanke zählt, oder? Ist eher so Kinderschrift, ne? Nicht, dass am Ende rauskommt, dass das Dings ihre Schrift ist. Die von Logan, so hieß sie. Genau. Ich erinnere mich wieder. So, da unten ist eine Menge Wasser. Da ist eine Menge Wasser. Okay, hier kommen wir also nicht weiter. Wieder, wir haben eine Alex Casey TM Lunchbox gefunden, was schon mal voll gut ist. Nachdem ich gerade die ganze Zeit rumgemeckert habe, dass ich schon seit Ewigkeiten keine mehr gesehen habe. Da hinten ist ein Boot. Und zwar auch ein. Explodiert das Ding irgendwo? Der begeistert mich nicht, sag ich mal, ne? Der hätte wirklich tot sein sollen. Aber ich habe die Schrotflinte nicht nachgeladen. Das muss ich den anderen Typen aus einem halben Meter Entfernung wieder pumpen. Ah, nee, ich hab. Die lassen tatsächlich Munition fallen. Das ist eigentlich sehr freundlich von ihnen. Vergnügungspark? Alter. Schreiben die eigentlich ihre Geschichten selber? Klingt so ein bisschen so, ne? Guck mal, der hat Bolzen. Also zumindest munitionstechnisch droppen die einiges. So, war das jetzt der letzte von diesen lustigen Wurfboys? Wo kommen jetzt da noch mehr? Hat auch was gedroppt. Okay, lassen zumindest alle Munition fallen. Das ist eigentlich sehr freundlich von ihnen. Ich höre Geräusche. Ich habe halt auch wie gar keinen Akku mehr. Was hier noch macht hier die Geräusche? Irgendwas hier tut Geräusche. Ich muss echt mich dringend heilen. Das ist... Ah ja. Ach, ist das meine Gasflasche, die ich geworfen habe? Man muss doch die schießen, oder? Damit überhaupt irgendwas passiert. Ja, da war jetzt gerade ein bisschen Fail mit der Gasflasche. Ich finde, da fehlt mir so ein bisschen das Tutorial. Wie verwende ich eine Gasflasche? Das. Aber eigentlich hätte ich ihn noch locker ausweichen können, oder? Den Typens. Ich sage, könntest du das bitte echt mal aufhören zu hoppeln? Zu humpeln, meine ich. Ich höre Geräusche, das finde ich nicht gut. Ja,
Zumindest verbluten wir nicht. Das ist ein großes Plus, sag ich mal, ne? Also schnell in die Hütte, speichern unsere Funde und voll heilen. Und dann können wir hier guten Gewissens weitermachen. Soll Munition oder Licht holen? Nee, richtiger Quatsch. Oder brauchen wir nicht? Ah, ich höre neue Stimmen. Oder waren das? Vor allem, weil die Stimmen, also die, zumindest der Sichelwerfer gerade, der klang... Etwas auf. Ich glaube, im Stream sieht man noch weniger, ne? Also ja, eventuell muss ich vielleicht doch noch eine Batterie wieder einstecken, weil sonst wird das hier gerade ein bisschen schwierig, irgendwas noch zu machen. Oh, warte mal, ich habe gar keine Batterie auf Lager. Okay, dann wird das jetzt tatsächlich interessant, aber ich kann auf jeden Fall dieses komische Gasflaschen-Dingsbums. Gasflaschengerät wegpacken. Ja, denn... Die Fackel hat ihn zumindest schon mal halb umgehauen, das ist eigentlich auch nicht... So, wo waren die Typen bis jetzt? Ich bräuchte echt mal dringend hier Taschenlampen, Freunde. Sonst wird das hier schwierig mit den Schatten. Ach, guck mal, eine Taschenlampe, wie schön. Hatte der Kopf noch irgendwas bei? Oh ja, doch, der ist richtig viel bei. Hört, hört! Also, das läuft super hier mit der Munition, also... Kann ich mir nicht besser vorstellen. Das könnten wir ja auch mal nachladen. Die Armbrust vielleicht auch noch. Dann sind wir quasi schon wieder super. So, Valhalla Nursing Lodge. Können wir jetzt endlich los? Nach einer guten Stunde gefühlt, die ich hier diesen Wald verbracht habe. Aber ich dachte, die Patrouille wäre mir so oder so entgegengekommen. Wahrscheinlich wäre die von hier oben runtergekommen, oder? Aber schön, dass in diesem Dorf alle drin sind. Und da hinten ist ein Funkturm. Also wahrscheinlich eher Handyfunk, aber... Ich hätte übrigens ganz... Also das ist schön, auf wie sie mit den Gedanken spielen, dass wenn du das Telefon anrufst, dass sich vielleicht Logan bei dir meldet oder so. Thor und Odin meinten, wir wären verwandt. Ich habe mit Logan nie hier gelebt, aber ich weiß nicht genug über meine Familiengeschichte, um es ausschließen zu können. Meine Mutter wusste nichts Gutes über meinen Großvater zu sagen. Je weniger ich über ihn wusste, desto besser. Ah, okay, hier ist wieder der Transporter, da ist das Dings. Ich bin nicht im Wusstum, was das heißt. 1887, das ist ein richtiges altes Herrenhaus. Schöne Bäumchen. Hm. Das ist jetzt nicht unbedingt ein englischer Rasen, sag ich mal, aber das ist jetzt auch nicht komplett schrecklich, oder? Dann gucken wir uns, bevor wir erstmal... Das sieht erstaunlich düster aus, die Butze hier, ne? Oh, ein Schloss. Ich muss das zerschneiden. Na, der... Okay. Der Klicker ist leider nicht in der Lage, es zu öffnen. Dabei hätte ich doch eigentlich sehr gedacht, dass der Klicker die absolute Allzweckwaffe für alles ist. Den wir einfach die Realität zu einer Variante verändern, wo alles offen ist. Ah, hier sind die Dinge. So, die könnten klingeln oder direkt die Tür aufmachen. Ich klingel dann gleich mal. Nicht gerade lebensbejahend. Ja, es ist alles hier so finster und das, die Taschenlampe tut hier wie auch nichts. Und natürlich können wir natürlich wieder für Setter voten. Wenn wir das dann irgendwie wollen. Wohnt ihr hier? Wellness Center, so. Bürgermeister Setter, ihr sitzt im Rathaus. Ja, ja, sicherlich. Ob Setter auch so ein Typ ist, der sobald er gewählt ist, quasi nicht mehr zu erreichen ist. Es ist ja irgendwie noch so viel Platz, sag ich mal, hier überall, ne? Okay, das könnte auch der Ort sein, wo ich hinterher runterfliehen muss. Eigentlich habe ich nur noch eine Lunchbox gesucht, aber offensichtlich nicht. Zumindest, also neben den verwehten Blättern hier. Sind die Autos halbwegs ordentlich geparkt? Das ist ein bisschen menschenleer hier. Examination, Patient Room. Was steht da noch? Rehabilitation, Dining Room. Dispensary. Hm. Okay, Wellness Center. Naja, es hat bestimmt alles seine Richtigkeit. So, dann klingeln wir doch mal hier beim großen Altenheim mit den... Das ist immer ein bisschen Licht an, auch wenn es... Oh, dieses... Oh. Eine Seite, die ich beinahe übersehen hätte, wenn ich nicht dreimal kreuz und quer gelaufen wäre.
Saga im Pflegeheim, da bin ich immer gespannt. Saga war in einen Albtraum geraten. Oh, immer mehr Beweise sprachen dafür, dass ihre Tochter tot war. Toll. Saga konnte das nicht akzeptieren. Wake sagte, man könne es rückgängig machen. Doch Wake war fort. In Gewahrsam des Federal Bureau of Control. Casey, ihr einziger Verbündeter, war ebenfalls fort. Sie war allein. Esteves hatte ihre Autorität spüren lassen. Sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Saga weigerte sich aufzugeben. Sie brauchte Antworten. Thor und Odin Anderson würden welche haben. Ein Familienbesuch also. Das konnte ihr niemand verübeln. Saga war in einer Horrorgeschichte gefangen. Sie manifestierte sich um sie herum wie die Finsternis einer Geisteskrankheit, die sie immer tiefer in den Abgrund drückte. Aha. Na super, das ist ja absolut fantastisch. Dann gehen wir jetzt klingeln. Aber beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Saga Anders. Ciao.